Hallo, ihr Liebeleid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. Ja, in der letzten Episode bin ich hier rumgerannt und hab nochmal die zwei Safttuberei gedrückt, die wir gebraucht haben, um die der zu öffnen. Und das war jetzt die dritte. Und ja, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt noch so Vision. Oh, Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst? Aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du? Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Hoppla. Ja, wie es aussieht, hat der Ruwig seine eigenen Eltern umgebracht. Und die kann ich auch nicht anzünden oder so, ne? Also, ob sie real sind, kann ich nicht sagen. Vielleicht stehen sie wieder auf, ich kann es auch nicht sagen. Aber ja, jetzt sind zumindest mal alle Türen geöffnet und ich denke, jetzt können wir durch die Hauptdär wieder hier, wo der Dr. Marcello und der Leslie Nielsen hier gerannt sind. Jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Ne? Steht Sarah? Oh, da ist noch einer. Da ist noch so ein Knabe. Na gut, dann knöpfen wir uns noch vor. Wie? Irgendeiner hat was dagegen, dass ich das mache. Zack! Du hast was dagegen, Gretel. So. Du hast den Schädel verbädelt. Und dann sammeln wir ein, was ihr habt. Du hast 100. Das ist sehr mager. Du hast nix. Und du können wir aber noch was abstarben. Ne? So. Na? War das nix? Ah, doch. Okay. Ja, spitze. Die scheinen anscheinend hier, ach, die Stolperträte hier zwischendurch zu spannen, weil sie einfach mal Bock drauf haben und weil sie es kennen, so wie es aussieht. Das heißt, ach, auf jeden Schritt achte. Gehe ich halt doch wieder den alten Weg zurück. Na gut, na gut. Trotzdem aufpassen, falls der Rudi wieder kommt und denkt, er müsste uns hier wieder einen ersetzen. Okay. Zack. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Jetzt müsste der aufgehen, ne? Ja. Wurde aber auch Zeit. Das sehe ich auch so, Bastel. So, wie schaut's aus? Fieser dunkler Gang. Das heißt, wir gehen do rein und speichern erstmal. So. Das war ganz, ganz schön die Zitterpartie, muss ich sagen. Ah ne, wenn wir schon dort sind, hocken wir uns immer auf der heißen Stuhl. Aber ich bin froh, dass die Zitterpartie jetzt in den Räumen von dem Haus rum sind. Das war echt ganz schön spannend und nervenaufreibend. Was haben wir dann da noch? Nachlade von der Flinte, ne. Das kostet zu viel. Kann man noch ein bisschen mehr reinpacken. Schaden, das kostet sehr viel zu viel. Schaden bei der Schrotflinte kostet auch sehr viel zu viel. Wir sitzen mit unserer Reserve aus. Wir könnten mehr Pistole, wir könnten mehr Schrotflinte, könnten mehr Scharfschütze, Munition, könnten mehr Bolzer, Granate sind sowieso Quatsch, da habe ich alles. Da habe ich alles, okay. Bei Bosskämpfe und so sicher nicht verkehrt, ne? Wie sehen sie mit der Qualebolze aus? Explosivbolze ist... Nee, das geht noch nicht. Das mag ich nicht. Das ging auf 2. Ja. Nee, die Dinger lasse ich erstmal Dinger sein. Die Crit, den haben wir auch erhöht. Magazinkapazität. Nicht was? Die Pistole ist so tägliches Nutzgut. Da könnte ich durchaus noch eine drin gebrauchen. Das ist nicht verkehrt. Wenn es mal hart auf hart kommt, ist nicht verkehrt, nur noch eine zusätzliche Kugel im Lauf zu haben. So. Haben Sie etwas vergessen? Ja, das Speichern habe ich vergessen. So, wenn du mich loscht. Und peng. Dum, da, dum, da, dum. Da, 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 da. Ist dann so. Fahrstuhl, Wartemusik oder so noch Eispiele. Während man am Speichern ist. So. Okay. Ja, dann ab durch den Mittelgang, ne? Zack. So, was kommt dann hier, Schönes? Ich hoffe, Gespinner.
Natürlich. Jetzt darf der nächste Unglücksrabe wieder drei Köpfe präparieren. Aber langer Gang ist normalerweise, Rudi, kommt mir, komm in ein anderes Level. Herzschlag hört man auch wieder. Ja, da ist er wieder, der Rudi. Die Drecksau. Okay. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Du Drecksau, Gedanken eines Psychopathen. Was ein krankes Schwein, Mann. An einem Schwein geübt, wie man die zarte, zarte Haut abzieht. Ach, was ein Ekeltyp, Alter. Ja, ich weiß, dein Blutpartikel schweren du hier. Infizier mich bitte nicht mit deinem AIDS oder was du sonst noch hast. Ich mag jetzt erstmal nochmal gucken und die scheißen gruselige Schaufensterpuppe hier kaputt schlagen. Hier nennt man Nippel, die Schaufensterpuppe. Also Enttäuschung. Und wie sieht's so aus? Eine Schockbolze und eine Streckbank. Die hat man als 12-, 13-Jähriger. Das ist Standard. Okay, Kontrollpunkt. Da ist er wieder, der junge Rudi. Es ist eklig mit einem Blutnebel. Ah, na, wie sie sich doch schlängelt, wie so Wiesel. Ich freue mich, ob der Leslie und der Doktor auch die Stelle entlang marschiert sind. Okay. Ja, stimmt, einen Schuss habe ich ja verdummt beitelt, war nix. Aber ich bin mir als echt nicht sicher, wenn ich keine Ausweichmöglichkeit oder so habe, dann schieße ich einfach, was es hält. Ja, kommen wir jetzt durch. Oh. Oh, leck. Blutgolem. Hau ab, Blutgolem. Das. Da haben wir nix, was uns hilft. Da haben wir nix. Schluck die nippellose Fensterpuppe. Na, nix. Okay, du manifestierst das sich wieder. Da hinten ist Glibber. Die Gehirnsuppe nehme ich mit und dann wird gerannt. Zack. Kontrollpunkt. Hoppenla. Ja. Ich sollte mich mal etwas bewegen, glaube ich. Ich sollte mich mal richtig bewegen. Scheiße. Oh Mann. Erstmal einen Schluck Wasser auf den Schock. Kleine Schlüssel öffnen die Schränke, auf die Tatjana aufpasst. Tatjana, ist es dann die Samara? Ja, krass. Ist das im Rudi seine Schwester? Tatjana, die Samara, die wir da im Ofen verbrannt haben? Das wird Sinn machen, wenn das seine Schwester wäre eigentlich, ne? Können wir sicher durch. Und wir sollten Donut das Zeug abstauben, was es abzustauben gibt. Da hat man noch Schrot und hier haben wir noch Blubber. Ich mag den Blubber aber. Okay, 500. Geht's noch lang? Das kann man nicht eissacken. Und da können wir ganz normal durch. Okay. So, ja, krasser Scheiß. Da ist sonst nichts mehr. Okay, ich sollte jetzt dringend dort durch, bevor ich jetzt wieder aufgespießt wäre. Ja. Wenn es so in seiner Gedanke aussieht, scheint das ein ganz reizender Bursche zu sein, der vollkommen auf einer Höhe ist. Auf der Höhe ist. Ach, die Scheiße. Das sind wieder die. Ist es wieder die Sonneblumen? Kommt dann wieder so eine Verbrennungsszene? Ja, da ist wieder so ein Fensterpupp.
Oh Mann, alles klar in dem seiner Gedankenwelt. Es ist überhaupt nichts scheißgruselig. Blutgolem wieder. Okay, das bringt nichts. Ich sollte vielleicht aus der Tür abhauen oder so. Ja, danke. Ah, okay. Okay, du bildest dich jetzt spontan ein Labyrinth um uns. Und das war dumm. Das war dummer Scheiß. War nicht sehr clever. Ah, ich bin da auch ein Dappes. Okay, Blutgolem, komm hierher. Dann kann ich da aufschießen. Da geht's nicht lang. Da geht's lang. Und da ist noch was. Sehr schön. Okay. Ah, das kann ich ja so einfach aufschlagen. Okay. Da war Bärefall. Ich mag nicht in die Bärefallerei rennen. Wow. Scheiße, hier läuft nicht aber auch immer irgendwas Eifaller, irgendeine Teufelei. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich bin durch. Gott. Du hast uns das angetan! Scheiße. Also wenn man sich dem dem Blutgebilde so nähert, dann hört man anscheinend auch noch mal die Stimme von irgendwelchen Leuten, die leiden. Das ist ja auch heftig. Krasser Scheiß, Mann. Oh nee, die ganze Passage noch von vorne. Ey, das finde ich fies. Das finde ich echt fies. Du hast uns das angetan. Zack. Ja, mach doch auf. Du, Blödmann. So, jetzt hat er aber... Ja, in dem Studi-Sub. Dankeschön. So. So, okay, geht doch. Ein bisschen Renner. So. Ja, aber das und jetzt rennen. Jetzt rennen. Du hast uns das angetan! Meine Fresse. Okay, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Aber das mal ohne Blutnebel-Golem. Ihr seid enttäuschend. Kartenfragment 17, okay, nehme ich 8 dankend A. Ist noch Brühe, 500 wieder. Ich habe wahrscheinlich nicht alles gekriegt, was es in dem Labyrinth gab, aber ich wollte im Ehrlichen gesagt einfach nur raus. Und hier die Sonneblume wieder, die scheinen ja auch irgendeine Symbolbedeutung zu haben. Okay. So, kommen wir jetzt hier endgültig raus. Sonneblume. Hierher geführt. Ja. Das ist die Sache, das hatten wir ja schon mal gesehen. Dass so eine Blume fällt und Bauern, die Scheuer wahrscheinlich auch zünden, wie man es hier so rausfindet, ne? Es bleibt spannend, was jetzt so kommt. Das hat schon fast was von Der dunkle Turm. Wer von Stephen King Der dunkle Turm gelesen hat, zum Schluss, als er dann auch kommt, der Roland, steht Der dunkle Turm auch riesengroß, ne? In im unendlich weite Feld voller Rosa. Also jetzt Sonneblume, aber Rosa. Und so kommt man das hier vor. Das sieht aus wie The Evil Within Version von Stephen Kings Der dunkle Turm. Ist aber schon saugeil irgendwie. Also ich habe auch gerade Gänsehaut, muss ich sagen. Eben weil es mich so sehr an Der dunkle Turm erinnert. Es ist echt geil. Also das gefällt mir wieder hervorragend. Sie wissen, ihr geisteskranke
Welter auf jeden Fall zu Visionierer. Und visuell in Effekt und in Gestalt zu Setzer. Das wollte ich eigentlich sagen, ne? Verstehen's echt, ihr Zeichen zu Inszenierer. Okay, da kann man nicht rein. Ich gucke mich erstmal außerhalb von der Shire um, bevor ich da jetzt reingehe. Weil ich bin mir sicher, da starten dann wieder irgendwelche Filmsequenzer oder eventuell einen Bosskampf. Vielleicht gegen der Rudi selber. Weil der ist ja desmal der Hauptantagonist, nicht die, nicht wie die andere, der Ackermanns Heinz als Minigegner oder die Tatjana. Ich nehme an, dass die wirklich Tatjana ist. Das, was wahrscheinlich mit Rudi seine Schwester war. Oder der Wächter. Das sind. Ich muss auch sagen, das sind auch wirklich sehr prägnante Bosse, die man hier hat im Spiel. Also die vergisst man nicht so schnell, die Samara und der Ackermanns George. Das sind schon sehr beeindruckende Bossgegner. So. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Hübsches Mädel. Ist auch die von dem Familienporträt. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Ach du Scheiße. Ach, die hätten nicht gewusst, dass die dort drin sind und hätten dann die Scheune arg gezündet. Wenn sie die Scheier arg gezündet und hätten nicht gewusst, dass die Kinder dort drin spielen. Und sie ist wahrscheinlich gestorben und eher grässlich entstellt worden. Ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Boah, was ein Wichser. Was zur... Alter. Ist da jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben, bitte, du musst klettern. Boah. Scheißige. Ich sollte hier schnell raus. Scheiße, Mann. Kein Wunder, dass... Ja. Kein Wunder, dass auch ihr Nemesis dann das Feuer war. Bei der Samara. Absolut kein Wunder. Wenn die in der Shire verbrannt ist und nur ihren Bruder ist, rauskomme. Ach du Scheiße, Mann. Das ist so krasser Scheiß. Vor allem dieser... Der Ende Scheiß Penner ist auf dem Wege. Ich habe nichts gehört. Gott, was ein Wichser. Da fällt mir ja absolut nichts mehr ein. So, und jetzt? Ah, jetzt kann ich drauf schießen, ne? Ja. Da fällt mir ja überhaupt nichts dazu ein mehr. Das geht gar nicht. Einfach die Kinder angezündet. Ey, was für ein gewissenloses Arschloch kann man dann sein. Ah, so wird das normalerweise gemacht. Dann kann ich die Dinger kicken auf Gegner, okay? Ja, cool. Wollt aber wissen, ob was drunter steckt. Ist aber wohl nicht der Fall. Okay. Na gut, dann raus. Okay, jetzt wissen wir, was mit dem Ruvik alias Ruben passiert ist. Damit habe ich jetzt allerdings nicht gerechnet. Oder Blutgolem wieder. Okay. Ja, kann ich den jetzt mal attackieren oder so? Scheiße. Nee, das geht wohl nicht. Von dem kann ich wohl nur wegrennen, ne? Hoppla. Oh, er hat Ruhelose im Gepäck. Okay. Okay. Die Ruhelose Killer. Und ihn Vermeider. Vermute ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich da schaffe. So, dann geht er mal ins Feuer, wenn Bock drauf hast. So. Hoppla. Wie muss ich das jetzt machen? Das ist jetzt die... Das ist jetzt die Preisfrage, ne? Wie mache ich das? Ist der irgendwie angreifbar dann, wenn der die beschwört?
Nee, das scheint ein Angreifbar zu sein. Ich habe jetzt auch den Namen Tatjana gehört. Wow. Bin ich jetzt... Ich kann mich nicht von meinem Stick aus bewegen. Ich glaube, ich bin jetzt wieder in dem Gang, wo ich in der Villa war. Scheiße. Okay, ja klar, ihn hat der Tod von seiner Schwester wohl extrem mitgenommen und dann hat er zum Schluss dann auch wahrscheinlich aus Wahn meine Kinder. Seine Eltern will... getötet. Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich so... Ups. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Gespräch echt nicht unterbrechen. Ich wollte eigentlich hören, was sie zu sagen haben. Mann. Also die Familiengeschichte von denen ist echt extrem tragisch, muss ich sagen. Und es tut mir auch wirklich leid für die, dass die das Schicksal haben erleben müssen. Nichtsdestotrotz hat sich der gute Ruben bzw. Ruwig zu sehr in sei geisteskranke Arbeit gestürzt. Und ja, das zu erschaffen, was er hier erschaffen hat, ist nicht die Lösung, mein Lieber. Okay. Ja, krasser Scheiß. Es wird echt immer heftiger, muss ich sagen. Okay, du kann ich mich durchquetschen. Dann hief dich doch durch. Wow, okay. Kapitel 9 überlebt. Schön, dass ich das noch durchgemacht habe, weil ich habe mal überlegt, ob ich da eventuell in dem, ob ich da schon in dem Raum einen Cut machen soll. Oh, jetzt mache ich einen neuen Speicherplatz. Das war nicht beabsichtigt, aber egal. Okay, die Werkzeuge, das habe ich jetzt nicht richtig lesen können mehr. Dann gehen wir doch gleich einmal ins nächste Kapitel gleich über. Und dann mache ich dort die Werkzeuge des Meisters. Okay, dann mache ich auch dann nämlich meinen Cut, wenn wir in dem nächsten Kapitel angekommen sind. Und ja. Ich bin etwas sprachlos wegen der Hintergrundgeschichte von der Familie und wie es beim Ruwig da abgegangen ist. Das ist schon extrem heftig. Ah, okay, es ist noch nicht mal irgendeine Sequenz. Na, optimal. Dann, ne, die Sache, ihr liebe Leute, wir sehen uns wieder am Samstag zu Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. Also machen's gut und bis dahin, Eiern. Yankee.